Ja, und zum ersten Mal sollte dann Lukas bei uns nachts schlafen. No, Auch da. ich Okay, wie weiß. schläft er? Es ist Winter. Mit dem Schlafsack, im Wie dünnen ziehen wir ihn Schlafsack, an? dicker Schlafsack. Ist es zu kalt? Ist es zu warm? Ist das Zimmer zu warm? Ist das Lass mir Zimmer zu Licht an, kalt? lass mir Licht aus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Regenbogenfamilie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, kommentiert es, liked es und sagt uns, was ihr auf dem Herzen habt. Und folgt uns auf Instagram unter Papa und Papi. Genau. Wir haben beim letzten Mal über den Pflegeprozess gesprochen, das heißt, was wir dafür tun mussten, um überhaupt ein Pflegekind aufzunehmen. Heute gehen wir ein bisschen tiefer, denn wir haben ja euch erzählt, dass wir Lukas kennengelernt haben und heute geht es um die sogenannte Anbahnung, also den Bindungsaufbau zu Lukas, bevor er bei uns einziehen kann. Grundsätzlich kann man nicht wirklich sagen, wie lange so ein Anbahnungsprozess dauert. In der Regel dauert er zwischen 6 Wochen und 2 Monaten. Das ist tatsächlich abhängig davon vom Kind, wie schnell lässt sich so ein Kind auf die neue Familie ein, welche Pakete bringt dieses Kind mit sich. Letztendlich bei uns, um es vielleicht vorwegzunehmen, hat dieser Anbahnungsprozess 6 Wochen gedauert. Und es ist so, wenn die Anbahnungsphase losgeht, dann startet man tatsächlich die ersten Pi mal Daumen 3 Wochen zu Hause bei der Bereitschaftspflegemama. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Das heißt, man geht in eine fremde Familie und soll sich da ganz normal bewegen und ganz normal sein, so wie zu Hause. Das ist man natürlich nicht. Und man verbringt eigentlich die ganze Zeit auf dem Fußboden. Klar, weil man will ja eine Bindung zum Kind aufbauen. Das heißt, ich bin ja jetzt in Elternzeit. Vorrangig ging es darum, dass ich das Ganze mache. Du hast dir ganz viel Zeit nehmen können und so waren wir ganz oft zu zweit dort. Das heißt, wir haben die ganze Zeit auf dem Fußboden verbracht. Am Anfang ist es so, dass man das tatsächlich aufbaut, diese Anbahnungsphase. Das heißt, man beginnt mit einer Stunde erstmal, dann ist die Bereitschaftspflegemama noch dabei und Tag für Tag erhöht man sozusagen das Pensum an Stunden. Man verbringt dann auch mal mehrere Minuten allein mit dem Kind. Die Bereitschaftspflegemama ging plötzlich aus dem Raum raus und ich war ganz überrascht. Ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen. Was aber total spooky war, war irgendwann, es war ja Winter und als das Wetter mal besser war, sagt sie: Hey, geh doch mit ihm eine Runde spazieren. Und dann stand ich da und sollte alleine mit Lukas spazieren gehen. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber es war total aufregend und ich weiß noch, wir haben ein Video gemacht und dir geschickt, Genau, ich war nämlich an dem Tag nicht dabei. weil. Auf einmal hast du die Verantwortung. Und was ist denn, wenn er jetzt anfängt zu schreien? Was ist denn, wenn die Windel voll ist? Was ist denn, wenn ihm das nicht gefällt? Was ist denn, wenn was passiert? Und so bin ich losgegangen und durch den Schnee gestapft. Glücklicherweise ist weder was passiert, noch war die Windel voll. Lukas und mein Mann waren tatsächlich mehr interessiert daran, die Vögel zu beobachten und die Bagger, denn ja, Lukas hat ein Faible für Bagger. Ja, Ich ich bin habe. nie ausgeflippt, wenn ich einen Bagger gesehen habe. Also er hat es nicht von uns, ja. Es ist irgendwie in den Genen drin. Genau, und so hat die Anbahnungsphase, wie gesagt, Tag für Tag etwas länger gedauert. Und ich kann mich erinnern, wir durften an einem Tag auch dann mal ganz alleine mit ihm in die Stadt gehen, durften mehrere Stunden alleine mit ihm verbringen, dann waren wir das erste Mal mit ihm im Café. Und was da passiert ist, fand ich total witzig, denn wir beide waren im Café mit dem kleinen Zwerg. Und ja, natürlich war es so, man musste irgendwann die Windel wechseln. Jetzt lernt man erstmal so als gleichgeschlechtliches Paar, es gibt keine, Als männliches gleichgeschlechtliches Paar. es gibt keine Wickeltische auf den Herrentoiletten. Was macht man jetzt? Naja, was habe ich gemacht? Ich bin tatsächlich in die Damentoilette gegangen und habe da das Kind gewickelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Blicke ich teilweise geerntet habe. Und naja, nach dem Motto, was macht der Mann auf der Damentoilette? Aber was bleibt der Mann aus übrig? Wenn das Kind muss, dann muss Naja, es. und ehrlich gesagt, schmunzeln hätte es ja auch getan, ne? Absolut. Es gab Tage, da kam ich früh morgens für 2 Stunden und dann haben sie noch gefrühstückt. Das heißt, ich hatte irgendwann Zwerge hier auf dem Schoß und dann haben wir gemeinsam Brot, Marmeladenbrot und Käsebrot gegessen. Und Zwergi fand das alles mega cool. Es gab eigentlich gar nicht den Moment, dass er irgendwie verhalten war oder so, sondern schon nach dem zweiten Mal, dritten Mal strahlte er über beide Ohren, wenn er uns sah, wenn
wir reinkamen und relativ schnell gab es auch Beschwerden, wenn wir dann gegangen sind. Es gab tatsächlich schon kleine Tränchen. Und das war auch spooky. Ich meine, ich kam ja immer von der Arbeit, das heißt, oder ich kam vor der Arbeit und dann fährst du irgendwie zurück und sollst dich an der Arbeit wieder konzentrieren auf das Alltagsgeschäft. Weißt aber, da ist so ein kleiner Wurm und das war gerade emotional, das Ganze. Das war schon krass irgendwie. Und man baut auch tatsächlich relativ schnell eine Bindung zu diesem Kind auf, sodass es für einen selbst auch immer schwerer wird, jedes Mal wieder die Tür hinter sich zuzumachen und zu sagen, okay, tschüss, bis morgen oder bis zum nächsten Mal. Teilweise kann tatsächlich auch in dieser Anbahnungszeit mal 2-3 Tage dazwischen sein, wo man das Kind eben nicht sieht, wo einfach auch ein gewisser Abstand dazwischen ist. Und ja, man fängt tatsächlich irgendwann an, das Kind auch zu vermissen. Auch in der Anbahnungsphase soll man, und so sagt das Jugendamt das, soll man sehr ehrlich sein. Man hat viel Kontakt mit dem Jugendamt, wie läuft es? Man soll auch im Grunde wie so ein Tagebuch schreiben. Mhm. Das sind so vorgefertigte Spalten, in denen man einfach einträgt, was man gemacht hat, wie man sich gefühlt hat, ist was Besonderes passiert, ist in der Bindung was Besonderes passiert. Das hat am Ende nie jemand sehen wollen, aber im Nachhinein für einen selbst eigentlich ganz, ganz gut. Natürlich, was die Aktivitäten angeht, war meistens die Spalte gefüllt mit Spielen, wo man immer, was soll ich da reinschreiben? Aber es ging auch vorrangig um diese Emotionen, die dann passieren. Ich erinnere mich daran, das war wirklich Wahnsinn, weil irgendwann war dann schon im Gespräch so, und jetzt wechseln wir das Ganze und genau. Lukas kommt zu euch nach Hause. Dann ersten paar Male hat dann die Bereitschaftspflegemama Lukas zu uns gebracht. Und wir waren dann mit ihm hier. Sie ist dann irgendwann mal einkaufen gegangen, so nach dem Motto, ja, hier ist Lukas und ich gehe jetzt mal einkaufen. Und süß war, wir waren immer so ein bisschen verdattert, aber wir waren nie überrumpelt, ja, sondern es war einfach so normal. Und sie hatte auch dieses Vertrauen in uns gehabt, weil sie einfach gesehen hat, wie wir mit Lukas umgegangen sind. Mhm. Und Lukas, der fand das total aufregend. Zu dem Zeitpunkt war sein Zimmer schon fertig. Mhm. Wir hatten auch eine Kiste ins Wohnzimmer gestellt mit Spielsachen, dass er nicht immer die Treppe hochlaufen muss zum Zimmer, sodass er im Wohnzimmer spielen kann. Anton war mittendrin dabei. Genau, da wollte ich auch noch dazu sagen, wir hatten das Glück, dass Lukas in der Bereitschaftspflegemama mit einer Katze groß geworden ist. Mhm. Das heißt, er kannte schon Tiere und hatte dadurch gar keine Berührungsängste. Im Gegenteil, Anton war für ihn eher wie so ein großer Kuschelteddy, mit dem er sich total schnell angefreundet hat. Also das wurde relativ zügig ein Team. Am Anfang war Anton ein bisschen eifersüchtig und zurückhaltend. Das hat sich aber relativ zügig gelegt und man muss tatsächlich sagen... Er hat sich immer dazwischen gedrängt. Wenn du am Fußboden gelegen hast und du hast mit Lukas gespielt, dann irgendwann kam er um die Ecke gewatschelt und drängte sich so dazwischen. Brachte sein Kuscheltier manchmal mit. Ne? Absolut. Aber Anton hatte letztendlich gar keine andere Chance, sich dran zu gewöhnen. Und das hat er auch. Und die zwei sind jetzt echt mittlerweile ein super gutes Team geworden. So eng sind sie. Genau. Und ich weiß, dass ich ihn zum Spielen, zum Spazierengehen habe ich Anton das erste Mal mitgebracht, weil in die Wohnung ging es nicht von der Bereitschaftspflege, weil da Katzen sind und Anton hasst Katzen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie bringe ich die beiden zusammen? Und dann dachte ich mir, Mensch, zum Spazierengehen ist es eigentlich ganz praktisch. Mhm. Und Lukas hat da auch ganz, ganz offen reagiert, auch wenn Anton ein bisschen größer ist als eine Katze. Mhm. Und so haben wir das peu à peu dann immer weiter zusammengebracht. Genau. Irgendwann kamen dann die Tage, wo Lukas den ganzen Tag bei uns war. Das heißt, meistens haben wir es so gemacht, dass Björn hat ihn morgens abgeholt oder ich habe ihn abgeholt, je nachdem, wenn ich frei hatte. Und dann haben wir ihn zu uns geholt, ja, und haben den Tag mit ihm verbracht. Das haben wir zum Teil... Man muss sagen, ganz kurz, dass er das erste Mal dann Mittagsschlaf gemacht hat bei uns. Genau, das wollte ich noch, die Spannung wollte ich noch halten, okay. Aber das hast du vorweggenommen. Genau, er hat die ersten Male, hat er eben noch keinen Mittagsschlaf bei uns gemacht, da hat die Bereitschaftspflegemama ihn dann immer kurz davor abgeholt. Also wir hatten ihn dann morgens 3, 4, 5 Stunden zum Teil, dann hat sie ihn geholt und dann hat er dann meistens auf dem Rückweg Mittagsschlaf gemacht. Und irgendwann kam der große Tag, das war tatsächlich gar nicht abgesprochen, aber da hat Lukas selbst entschieden, bei uns dann erst Mittagsschlaf zu machen. Ich bin müde, ich will ins Bett. Genau. Und was haben wir über dieses Bett philosophiert? Das hat er zwar nicht gesagt, weil da konnte er nicht sprechen, aber zumindest hat er es angedeutet. Und stimmt, wir haben unglaublich viel über dieses Bett philosophiert. Denn er hatte eigentlich ein Alter, wo noch ein Gitterbett ganz cool gewesen wäre, aber er fing an zu klettern, bedeutet, man hätte dann irgendwann diese Gitter, diese einzelnen Stangen rausgelassen. Und dann haben wir uns überlegt, okay,
das ist ja jetzt auch irgendwie doof, für ein paar Monate ein Gitterbett hinstellen und dann ein kleines Kinderbett. Da muss doch was geben, was irgendwie besser ist am Ende des Tages. Haben wir was gefunden, was sehr bodennah ist, sodass er nicht rausfallen kann, eine kleine Reling dran hat, aber auch aussteigen kann. Und er hat das sofort akzeptiert. Und damit hat er letztendlich auch ein Stück weit den Prozess verkürzt. Denn es ist tatsächlich so, man sagt, dass so das Schlafen ist so die heilige Kuh und dass das die meisten Probleme mit sich bringt, dass Kinder erstmal in fremden Betten nicht schlafen. Das hatten wir glücklicherweise überhaupt nicht, dieses Thema. Das gibt es ja bei Erwachsenen heute noch. Genau. Und dann hat er da geschlafen und ab dem nächsten Tag war das tatsächlich auch mit im Programm. Was haben wir uns auch Gedanken gemacht über... Was bekommt er denn zum Mittagessen? Natürlich haben wir ganz viel bei die Bereitschaftspflegemama haben wir gelöchert mit Fragen. Ich habe ganz viel aufgeschrieben auch, ja. Was sind seine Lieblingssachen? Wir haben auch viele Sachen gekauft von derselben Firma. Marmelade zum Beispiel, dieselbe Marmelade oder die gleiche Marmelade, die er auch zu Hause in der Bereitschaftspflegefamilie hatte. Dass er so das Gefühl hat, eben dieselben Dinge zu bekommen. Wir haben sogar sein Bettwäsche und sein Kissen erstmal mitbekommen. Wir haben Waschmittel gekauft, auch die Bereitschaftspflegemama verwendet hat. Stimmt. Naja, aber es sind ja alles so... wahrscheinlich subtile Dinge, Unterbewusstsein, was ihm geholfen hat, das so leicht zu durchwandern, wie er es getan hat. Wir hatten ganz viel Spielzeug mitbekommen, ganz viele persönliche Dinge auch von Lukas, so dass er tatsächlich relativ schnell das Gefühl hatte, das ist hier mein Zuhause. Und manche Sachen hat sie dann quasi zu Hause gelassen und hat tatsächlich sich noch bemüht, dasselbe Spielzeug nochmal zu bekommen und uns mitzugeben. Ja. Also ganz, ganz herzlich auch, was die Bereitschaftspflegemama da gemacht hat. Unglaublich. Ich glaube, das Ganze hat auch nochmal so circa 3 Wochen gedauert. Wir haben jeden Tag im Grunde genommen das Gleiche gemacht. Wir haben natürlich dann irgendwann auch Lukas integriert. Wir haben ihn mit integriert zum Einkaufen. Wir haben ihn integriert mit zu Freunden zu nehmen. Also wir haben da versucht, relativ zügig unser alltägliches Leben zu Normalität. Genau, eine Normalität. Obwohl wir wussten, dass Zwerge jeden Abend wieder nach Hause muss. Da das Ganze in der Winterzeit ja passiert ist, wie du schon gesagt hast, haben wir dann auch mit der Bereitschaftspflegemama und der Familie einen ganzen Tag gemeinsam im Schnee verbracht. Mm. Das heißt, wir sind gerodelt, Zwergi ist beim Rodeln eingeschlafen und ich weiß noch, es war kein schönes Wetter, es hat nämlich ganz doll geschneit und alle dick eingepackt und man musste vom Ende der Rodelbahn zurück zum Auto, musste man relativ lange laufen und ich weiß, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so lange so etwas Schweres getragen. Meine Arme, ich habe nichts mehr gespürt und dachte mir schon so, so ist das mit dem Papa sein. Und Zwergi, der hat geschlafen auf meiner Schulter. Ich habe immer ein bisschen Liedchen gesungen, bin durch diesen Schneesturm gewandert, wir zwei. Er hat geschlafen. Ich war übrigens auch dabei, nur ich bin hinterhergelaufen, weil ich habe den Schlitten gezogen und habe den Hund an der Leine gehabt. Stimmt, der war auch dabei. Genau, der war nämlich auch dabei. Genau, und so haben wir letztendlich unsere Anbahnungsphase Tag für Tag verbracht und haben, wie gesagt, verschiedene Aktivitäten mit ihm gemacht. Man muss auch sagen, dass er meinen Opa kennengelernt hat. Stimmt. Ja, das war auch noch, weil die natürlich ganz gespannt waren und ihn sehen wollten. Und wie Zwergi so drauf ist, er ist relativ männeraffin. Er saß gleich bei Opa auf dem Schoß, hat sich Sachen erklären lassen. Hat Opa schön im Ohr gebohrt mit dem Finger. Ja, Opa hat einen dicken, großen Bart. Hat er gleich mal, ich glaube, er dachte schon an den Weihnachtsmann. Bis am Ende dann der große Tag kam. Man sagt, Mittagsschlaf ist sozusagen völlig fein in der Anbahnungsphase, aber mit dem ersten Schlafen zieht Zwergi dann auch in die Dauerpflegefamilie ein. Und dieser Tag rückte immer näher. Man muss dazu sagen, dieser Tag war geplant. Also es war nicht so, dass wir darauf gewartet haben, bis er irgendwann bei uns schläft, sondern dieser war tatsächlich geplant, sowohl mit dem Jugendamt als auch mit der Bereitschaftspflegemutter. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, wann wäre es möglich, beziehungsweise wann macht es Sinn. Genau, es geht vorrangig auch darum, dem Kind das zu überlassen. Du hast ganz am Anfang gesagt, 6 Wochen, 8 Wochen. Man merkt einfach, wenn das Kind soweit ist. Genau. Und dann spricht man eben darüber, wann ist jetzt der große Tag, wann ist der Tag des Einzugs. Und der rückte immer näher und näher und näher. Und ich bekomme schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil ich weiß noch wie heute, wie das war. Die erste Nacht, der erste Tag und natürlich auch diese Übergabe, die vielleicht vorweggenommen sehr emotional war. Eigentlich, wir hatten schon
bevor er eingezogen war, ein paar Tage davor, fing das schon an, dass wir irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir jemandem das Kind wegnehmen. Jetzt weiß ja die Bereitschaftspflegemama, ich nehme ein Kind auf und ich gebe das auch weiter. Und trotzdem, weil sie eben so herzlich, so nah auch an Zwergi dran war, wussten wir, dass das nicht einfach wird für sie. Und sie hat ihn auch mit ganz viel Liebe, sie hat ihn ja längere Zeit und sie hat ihn tatsächlich mit ganz viel Liebe großgezogen die ersten Monate und hat sich so unglaublich süß um ihn gekümmert. Das heißt, auch sie hatte eine relativ starke Bindung zu diesem Kind. Der große Tag war da. Wir haben Fähnchen und so kleine Wimpel aufgehängt mit herzlich willkommen. Teddybären. Einen großen Teddybären haben wir hingestellt. So, und saßen da. Die Nacht davor, so mit dem Schlafen, ging so. Vor allen Dingen, wir wussten, das ist unsere letzte tatsächlich gemeinsame Nacht alleine, wo wir das letzte Mal tatsächlich auch schlafen konnten. Also uns war das sehr bewusst. Erstmal in absehbarer Zeit. Genau, die nächsten 10 Jahre. wir haben tatsächlich das sehr bewusst irgendwie nochmal gelebt. Wir haben jetzt nichts Besonderes gemacht. Viele sagen immer, ihr müsst ja noch was Besonderes tun. Das haben wir ehrlich gesagt gar nicht getan, sondern wir haben einfach, wir haben uns sehr gefreut auf das, was kommt. Genau, und dann war der nächste Tag relativ zügig da. Genau, dann standen wir schon immer am Fenster und irgendwann fuhr das Auto vor und die ganze Bereitschaftspflegefamilie inklusive Lukas rückte an. Und, mit Sack und Pack. Ja, die großen Tüten, Kartons aus dem Auto, was halt so ein kleines Leben in dem Moment schon hat. Und das war einiges. Die Haustür ging auf und da kam Zwergi und das ist schon echt ein ganz komischer Moment, dass so ein bisschen der Storch, der um die Ecke kam. Und dann war er da. Und dann sollte er bleiben. Und das Spannende an der ganzen Geschichte war, für ihn war es total normal. Für ihn war das kein Abschied. Tag wie der andere. Genau, es war ein Tag wie der andere. Wir haben Pizza bestellt, ja, weil wir alle unfähig waren, ja, irgendwas zu kochen. Nur der Einzige, der sich gefreut hat und seinen Pizzarand gegessen hat, genau, war Zwergi alias Lukas. Genau. Das haben wir uns Gedanken auch gemacht, was der essen kann, was er nicht essen kann. Der hat immer alles mitgegessen, ja, egal wie vom Couscous über, also es war alles dabei, hat alles mitgegessen. Gemüse. Cooles Kind und ich hoffe, es bleibt so, was das Essen angeht. Und dann kam irgendwann der Moment des Abschiednehmens. Des Abschiednehmens, dass eben sie jetzt nach Hause fahren und Lukas nicht mehr mitnehmen. Das war heftig. Hart. Heftig für alle Beteiligten. Ja. Und wir hatten immer noch dieses Gefühl, wir nehmen jemandem das Kind weg. Obwohl es ja gar nicht das Kind der Bereitschaftspflegemama ist, aber durch diese lange Zeit, die er bei ihr war, ist einfach so eine große Bindung schon entstanden, dass man das einfach nicht runterschlucken konnte. Und auch da haben wieder alle geheult. sie sind dann am Ende ohne Lukas nach Hause gefahren. Und wir Lukas blieb bei uns. Genau, und wir waren von heute auf morgen Papa und Papi. Ja, und zum ersten Mal sollte dann Lukas bei uns nachts schlafen. Oh, ja. Auch da. Okay, wie schläft er? Es ist Winter. Mit dem Schlafsack. Mit dem dicker Schlafsack. Ist es zu kalt? Ist es zu warm? Ist das Zimmer zu warm? Lass mir Licht an, lass mir Licht aus. Wow. Ich glaube, der Einzige, der von den ganzen drei von uns entspannt war Lukas. Denn wir zwei waren dem überhaupt nicht völlig entspannt. Wir waren völlig durch den Wind. Genau, dem war es völlig wurscht. Und wir zwei sind rumgerannt wie aufgescheuchte Hühner. Was machen wir denn jetzt? Wir haben auch die erste Nacht dann so gut wie nicht geschlafen. Das war okay. Was passiert? Atmet er noch? Hat er ein Geräusch gerade gemacht? Das Babyfon? Hast du es gehört? Ist er aus dem Bett gefallen? All diese eigentlich Dinge. Echt lustig, ne? So 7 Monate später darüber nachzudenken. Und heute hat es so eine Normalität eben. Genau. Ja. Damals hatte es das so gar nicht. Ich weiß, ich bin... Wir hatten Augenringe ohne Ende am nächsten Morgen. Und ich glaube, ich bin nachts 3-mal aufgestanden, ohne dass Lukas überhaupt geschrien hat, und bin in sein Zimmer und habe geguckt, ist alles in Ordnung, passt alles. Ich glaube, das ist ganz normal, machen andere Eltern auch, aber es war halt eben so, wir wollten ja nichts falsch machen. Und das Schöne ist ja, dass Lukas auch eigentlich bis heute, dass er nachts irgendwie dann schreit, das passiert eigentlich gar nicht. Am Anfang war es noch ein Gebrabbel, heute ist es ein Hallo, was aus dem Babyfon rauskommt, wo man manchmal senkrecht im Bett dann steht, weil man an irgendwelche Geister schon denkt und erstmal ganz kurz sich sortieren muss, wenn man im Tiefschlaf war. Aber es ist jede einzelne Nacht, klar, er hat auch mal Phasen, dann kommt er 3-mal nachts, aber dann er meldet sich halt, ja. Es ist kein Schreien.
Letztendlich verliefen tatsächlich die ersten Tage extremst gut. Es war relativ unaufgeregt. Björn hat super gewusst, wie macht man Babyfläschchen, wie viel kommt da rein. Das war alles Björns Das war ja Aufgabe. eine Wissenschaft. Ich habe eine Wissenschaft draus Er gemacht. hat Das ist keine irgendwie Wissenschaft. Ich habe dann immer von Verhältnis und dann anrühren und heißes Wasser machen. Und das musste alles geplant sein und hingestellt sein. Also nachts, man musste auch Also wenige Angriffe ich machen. musste im Dunkeln einfach noch hingreifen, da links oder rechts, ich wusste genau, wo was steht. Im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so War gut super. geplant war. Heute bin ich froh, dass es dieses Angerühre nicht mehr gibt. So sind wir von einem Tag auf den anderen also Eltern geworden. Papa und eben Papi. Wie das Ganze weitergeht, was wir in der ersten Zeit erleben sollten, und das war nicht immer positiv. Ich bin extrem über mich selber gestolpert. Das erzählen wir euch beim nächsten Mal. So, wenn euch unsere Geschichte gefällt, dann liked sie bitte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentarfelder und folgt uns sehr gerne auf Instagram unter Papa und Papi. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.